So, moin Kneppos, bin wieder dabei, Pokémon Saphir, Meldbaron und so weiter. Wir fahren jetzt den Radweg runter in dieser Folge. Ich hoffe mal nicht, dass sie hier mit zu viel Magnetilos rumlaufen. Ich habe es schlecht geplant diesmal, aber ich suche ja auch Gegner, keine Opfer. Wir müssen hier auch noch was reißen. Kann ja nicht sein, dass das alles hier so ein Durchmarsch für uns wird, nein. Hey du, kannst du mit mir mithalten? Ja, du bist ja super im Kreis gefahren, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Obwohl, wenn wir uns mal überlegen, was Lucius im letzten Part mit seinem Kunstrad da abgezogen hat. Auch schon wieder so ein Vieh. Das ist aber genauso stark wie der letzte, aber die andere Tante hat nur eins davon mitgehabt. Ich glaube, das bringt so nichts. Da muss ich nochmal in mich horchen, ob das... Ne, warte. Das macht ja wirklich Unterschied. Das macht tatsächlich Unterschied. Also Magnetilo kriegt man scheinbar recht gut mit Spezialattacken kaputt. Ja. Aber auch mit nichts anderem. Ich habe nichts dabei, was irgendwie gegen diese Viecher da effektiv sein könnte. Ärgert mich teilweise so ein bisschen. Aber ich habe ja gesagt, wir gehen über den Radweg in dieser Folge. Magnetilo ist paralysiert, aber das bringt ja sowieso nichts. Es gibt so Dinge, die mag ich, und gibt so Dinge, die mag ich nicht, ne? Das hier war jetzt gerade sehr stark Zweiteres. So. Blitztöle ist gegen solche Spezialattacken um einiges besser gefeit. Aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Ruckzuck-Hieb mache, dann haut es sich selber in die Schnauze. Nein, doch nicht. Aber es bringt nicht so viel. Ja, ich wollte dich gerade dran erinnern. Du bist paralysiert, du kannst nicht angreifen. Auch du bist immer noch verwirrt, was soll das? Zack! Hä? Hä? So, geschafft. Ich weiß gar nicht, wann das Vieh sich entwickelt. Ich glaube, im nächsten Level haben wir es. Nächsten oder übernächsten. Dann wird es hier richtig zu einer Blitzhöhle. Da habe ich auch noch ein paar Anekdoten zu. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal auf die... Gibt ja auch einen Grund, warum der Lucius heißt, ne? So. Nein! Ach, scheiße! Ich radle ohne aufzuhören. Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Sehr attraktiv bei einer Frau übrigens. Schon wieder Magnetilo. Oh, ne. Boah. Jetzt auch noch drei. Das ist eine extinktive Steigerung hier. Das kann so nicht weitergehen. Ah. Jetzt muss ich mich aber erstmal richtig hinsetzen. Ha! Ich bin so froh, dass Blitztöle Statik hat. Statik ist einfach eine der stärksten Pokémon-Fähigkeiten. Da kann man sich da in sein gemachtes Nest setzen und hat dann ziemlich viel Freiraum. So. Noch ein Magnetilo von Marta. Marta Netilo. Das ist super. Und dieses Grün. Blitztöle könnte sich einfach auf dem Boden verstecken und dann wird niemand sie sehen. Niemand. Absolut niemand. So. Jetzt will ich aber noch ein paar Gegner sehen hier. Och, Voltoball. Ja, Abwechslung, Abwechslung. Was kommt raus? Bin ja sowieso um einige... Level 7. Level 7. Ja. Level 7. 7. Muskelkrämpfe beunruhigen mich. Ich meine, warum sollte das... Was war das mit dem Volt? Okay, ich will ja auch nicht so rumstenkern. Ich meine, ich habe ja auch Staubsauger mit und Staubsauger ist auch auf Level 7. Was war das jetzt? Nugget? Oh Gott. Wah! Hau raus! Gott, 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 Gott. Huah! Anzahl der Zusammenstöße 8-mal. Zeit 1 Minute plus. Ich sage, dein Talent zum Radfahren ist einfach miserabel. Du brauchst wirklich noch viel mehr Übung. Willst du mich sag mal, soll ich dich da in die Blumen stippen oder was? Warum willst du auf einmal Stress machen hier? Immer das höchste Ziel im Auge behalten. Ja, das sehe ich ebenso, aber... Mei. Ah, immer diese Mautstellen hier. So, und jetzt Quizfrage. Was muss ich der Frau jetzt so mitbringen? Ja, gute Frage, ne? Ich nehme einfach mal alle Briefe mit, die es hier so gibt. Hallo, ich hätte gerne einen Brief. Hafenbrief, ja.
ein. Das mit den Briefen hier habe ich sowieso noch nie verstanden. Wer... Das ist auch die niedrigste Form von Kommunikation. Seinem Pokémon einen Brief dazu geben und dann tauschen. Ich finde da Rauchzeichen noch um einiges fortschrittlicher. So, sollen wir einfach mal über die Wiese hier? Ist wahrscheinlich sicherer. Ich meine, hier kriegen wir alles kaputt. Und zwar ziemlich fix. Auch dieses Mirapla da. So. Rockzocki. Absorber. Ja, das ist... Ach, das war die Geschichte. Ja, ich erinnere mich vage. Nö. 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 Wenn ich die Wahl habe, ne, zwischen Pest und Cholera, ne, dann nehme ich doch lieber den Urlaub. Ha! Du bist neu, dich habe ich noch nicht gesehen. So. Aha. So. Den fangen wir uns doch gleich mal, oder? So eine Möwe, die ist ja nie weg. Ich meine, Möwen, die sind ja... Das sind auch fiese Viecher, ne? Ich finde die um einiges schlimmer als Tauben, teilweise. Weil die noch um einiges... Die sind auch ein bisschen größer. Und die fressen nur Schrott den ganzen Tag. Und wenn die irgendwo hinscheißen, dann... Boah, auch so Giftmüll und so weiter. Das ist denen alles egal. Das essen die alles. Die haben da absolut kein Pardon. Die machen da... Schütten sich die Figur voll mit jeglichen Blödsinn, den sie am Strand finden. Auch Schraubenmuttern, kleine Kinder, all sowas. Wingull ist eine Seemöwe, 0,6 Meter groß, 9,5 Kilo schwer und Wingull breitet seine langen, schmalen Flügel aus und segelt im Seewind. Der lange Schnabel dieses Pokémon ist ihm beim Jagen nach Beute sehr hilfreich. Möchtest du Wingull einen Spitznamen geben? Ja, eine männliche Möwe. Na, der heißt Harald jetzt. Nee, nee, nee. Harald ist doof. Harald? Nee. Wie gibt's auch hier? Scheiße. Geröll! So. So, Geröll. Geröll, Geröll. Ja, weil es eben die ganze Zeit Müll frisst. So ein richtiger Müllschlucker ist das. Guck dir das Vieh doch mal an. Ich habe aber mal einen Shiny-Wingull gefangen, ja? Eins der wenigen Shinies, die ich gefangen habe. Ich habe wenig Shinies gefangen. Ich habe einmal einen Tragosso gehabt, dann einen Wingull, dann habe ich nochmal so einen Carpador gefunden. Habe ich nicht entwickelt, habe ich jetzt Carpador gelassen. Meine ich, bin mir gerade nicht sicher. Weil ein rotes Garados hat ja jeder. Das gibt es ja bei Pokémon Silber. Und? Was ich noch gekriegt habe? Ja, eben Höfels, das kennt ihr ja noch. Hm. So. Zickzacks haben wir auch nochmal weg. Ziggy und oder Zaggy. Ziggy. Da bin ich übrigens ein bisschen traurig, dass der Ziggy hier nicht wieder ist. Also der Siegfried. Blitztole versucht Schnüffler zu lernen. Das ist ja super. Das lassen wir einfach mal drin. Schnüffler. Schnüffler, Jauler. Jault, um in sich zu gehen. Mache ich auch. Arr! Ist aber gar nicht mal so schlecht, ne? Angriffswert brauche ich eh nicht. So. Blitztöle hat Jaula vergessen und Blitztöle erlernt Schnüffler. Nix damit entwickeln, das kommt noch nicht. Ich glaube, das brauchen wir ein bisschen noch. So, jetzt habe ich ja einen Hafenbrief mit. Hallo. Wenn ich doch nur ein Rad hätte. Dort würde ich mir einen Hafenbrief kaufen. Oh! Oh, du besitzt einen Hafenbrief. Würdest du den gegen einen Münzkorb tauschen? Ja. Oh, ich bin so glücklich. Ich gebe dir diesen Münzkorb. Ja. Lucius packt Münzkorb in die Basis-Item-Tasche. Diesen Münzkorb brauchst du in der Spielhalle. Ja, aber ich bin so ein Arsch, da gehen wir heute nicht hin. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich wollte jetzt erstmal nochmal hier nach oben. Hallo, wer bist du denn? Ich habe die Familie Siegers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Ja, ihr seid hier die Siegis, oder was? Die Herzen unserer Familie schlagen im Einklang. Das Haus der Siegers. Der Vigas hier, oder was? Ich glaube, für Zertrümmerer brauchen wir mal wieder einen Orden in dieser Arena. Und um dieser Arena zu bestehen, brauche ich ein Pokémon, was es hinter diesem Felsen hier gibt. Dilemma-Situation. Kacke. Ja, kann ich aber gerade nicht ändern. Was ich machen kann, ich kann mal ins Pokémon-Center düsen.
Damit wäre uns doch schon mal allen geholfen hier. So, hallo? Wir benötigen deine Puppen. Ja. So, jetzt muss ich aber erstmal einen Mythos klären. Ein lang verbreiteter Mythos hier in diesem Spiel. Baxter, wo bist du denn? Baxter, 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 Baxter. Da ist Baxter. Hallo, Baxter. Das ist so hässlich. Pfund 40, Aufruf 50. So, Kinder. Hier ist es. Hier ist es. Scully hat mir gesagt, ich soll da einfach mal hingucken. Und ja, Pfund 40, Aufruf 50. Klare Geschichte. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen. So, wo gehen wir denn jetzt mal als erstes hin? Ja, es ist ein bisschen schwer hier noch was zu machen. Sollen wir erstmal Blitzhöhle leveln, damit wir da was an der Schnitte kriegen hier? Die Aroma-Lady haben wir schon kaputt, ne? Blumen, Pokémon, ich liebe alles, was gut riecht. Stinkende Dinge, bah, da muss ich passen. Auch wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit einem Pokémon, das Surfer kennt, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Ja, Beste. Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Magnetilo. Wird Zeit, dass ich hier mal ein Feuer-Pokémon kriege. Wird langsam ein bisschen eng, ne? Merkt ihr auch. So, bumm. Ha! Das ist nicht effektiv, das sehe ich aber anders. Ich meine, es macht ja Schaden ohne Ende. So. Ja, vielleicht kriegen wir es damit sogar. Wenn wir jetzt Blitzhöhle noch entwickeln, dann ist das Ding noch. Das ist doch gegessen hier, das haben wir doch. Das ist doch ein Länderspiel. So. Flurmüll. Da wechseln wir doch mal. Da machen wir jetzt mal. Nee, warte mal. Doch, Nee. Blitzhöhle lassen wir. Flurmel bleibt da. Wenn Baxter jetzt Flurmel anschreien würde, dann würde das ja gar nichts bringen. Deswegen. Oder irre ich mich da? Nee, das wird nichts bringen. Aber so geht's doch auch, guck mal. Bin jetzt gerade sowieso ein wenig OP. Weiß gar nicht, woher das kommt. So, Magnetilo von Gitarrist Kirk. Kirk Leroy. Lost Daughter und so ein Blödsinn spielt er uns davor. Janine, du musst sagen, das ist nicht der richtige Acting hier. Da musst du nochmal überlegen. Katrin hat gesagt, du kannst es nicht. Heißt sie jetzt? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Ich guck GZSZ nur zum Ausnüchtern Samstag. Aber ist auch Ritual geworden mittlerweile. Wenn ich so im Bett lieg und dann... komm grad aus dem Riff, weiß ich, so 3 Stunden geschlafen und dann... Oh, geil, GZSZ. So. Und so funktioniert das. Das ist ein super Samstag. Super Samstag. Gott, was ist mit dem Angler? Kriegen wir den auch noch kaputt? Wenn ich so darüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass Angeln ein Kampf zwischen Angler und Pokémon ist. Ach ja, das Thema hatten wir ja schon. Kampf zwischen Angler und Pokémon, ja, das ist mir geläufig. So, was ist denn hier oben? Hallo! Ich bin die Pensionsleiterin. Wie kriegen Pokémon für dich auf? Sollen wir eins aufziehen? Ja, welches denn? Jetzt sehen wir. Hier Michael oder was? Oder Staubsauger oder Geröll und mehr Michael hier. Okay. Vater, nehmen wir deinen Michael für weiter in Pflege. Ich komme mal später wieder zurück. Möchtest du noch eins in Pflege geben? Ja, welches sollen wir denn nehmen? Geröll? Ja, nehmen wir Geröll hier. Dann nehmen wir dein Geröll für eine Weile in Pflege. Guck mal, später wieder. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt raus entwickelt wird. Ich will es einfach nicht wissen. Ich mache einfach meine Augen zu und dann ist alles gut. Hallo. Hallo, du bist es. Deine Pokémon Michael und Geröll entwickeln sich prächtig. Die beiden spielen lieber mit anderen Pokémon als miteinander. Die müssen bumsen. So, ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht hatte. Ich war total überrascht. Ja, wäre ich auch. So. Ah, Staubsauger hat ja wieder... Gib mir das! Supertrank! Hi! Ach, ich muss die einzeln ansprechen. Nee, da tausche ich mal lieber. So, das machen wir in diesem Part noch, dann ist vorbei. 2 Mädchen verprügeln ist immer drin. Ich werde mit meiner Super-Senior-Studentin verbünden mich und siegen, ja, ja, ja. Warum habe ich das mich jetzt erst gebracht, vielleicht sagen? Die sehen aber auch so ein bisschen aus wie die beiden aus Pretty Cure, kann das sein? So ein bisschen.
Okay, erklärtes Ziel ist der fette Kampfknödel da links. Dieser Cartman mit Halskrause, der muss als erstes dran glauben. Ach ja, Aufruhr geht ja gegen alles. Oh Gott. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Ja, die Erfahrung läuft. Ja, guck mal. Na, das geht doch, da wir kein Kollateralschaden, das ist in Ordnung. Oh nein, tut mir leid, Irm. Ich habe dich im Stich gelassen. Irm? Irmgard, verstehe ja noch, aber Irm? Drei Bären. Ja, her damit. Drei Bären. Der Boden ist wieder weich und lehmig, so wie er sein muss. Da können wir uns da ein bisschen drin rumwälzen, das macht so viel Spaß. So. Drei Nirbebären, nehmt alle mit. So. Goodie. Und wenn wir das geklärt haben, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Saphir. Ich war's, wieder euer Medbaron. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch mal eine schnicke Bewertung. Da freue ich mich doch drauf. Und dann haben wir schon wieder bald Weihnachten. Das ist auch eine schöne Sache. Also von daher, tschüss Freunde, bis dann. Ich bin raus und sag...